Hallöchen, Leute! Wir heißen euch willkommen zu einem wundervollen neuen Part von The Binding of Isaac Rebirth. Mit wir meine ich natürlich mich und den hochgeehrten, hochgeschätzten, ehrenwerten Kollegen Cornelius von Kordel. Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Und wir haben uns gedacht, wir machen was ganz Besonderes, nämlich einen Maggie-Run. Maggie-Runs. Sind die schönsten Runs? Ja, ich freue mich. Meine Fresse, ich habe immer noch so. Ich habe noch nicht mit allen Charakteren alles geschafft. Das ist irgendwie sehr deprimierend, muss ich sagen. Und Leute, eine Sache möchte ich gleich mal vorwegnehmen. Ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel mit der Lost gespielt und ich lege aktuell das Gameplay meines Lebens hin. Habt ihr dieses Movement gesehen? Hast du das gesehen, Cornel? Ja, habe ich gesehen. 1A Movement, ey. Crickets Buddy. Alter Finne, ey. Okay, wird ein guter Run. Ich habe ein gutes Gefühl. Danke, ich habe letztens nachgeguckt, was Splash Damage genau macht, weil es gibt auch den Parasiten und ich dachte mir so, wo ist der Unterschied? Der Parasit geht nur in zwei Richtungen. Splash Damage geht in vier oder mehr. Es gibt aber mehr Unterschiede. Ja. Die drehen Von Parasit ist auch weiter, oder? Das weiß ich nicht genau. Splash Damage Cricket's Buddy, die Tränen machen 0,5 Schaden, also die Hälfte von deinen normalen Tränen. Die beim Parasiten machen nur 0,25 Schaden, also nur ein Viertel. Und der Parasit kann sich aber, glaube ich, mehrmals aufteilen. Echt? Ja, die Tränen, die aufgeteilt sind, können sich, glaube ich, nochmal aufteilen. Wow. Das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall ist ja Cricket's Body ziemlich stark. Ich liebe es, mit dem zu spielen. Wenn du jetzt Guppy wirst. So selten. Wenn du jetzt Guppy wirst, Alter. Aua. Rein geht's ab. Ich habe Cricket's Body so selten. Ich finde den auch ziemlich super. Anfangs kann es sein, dass man, wenn man nicht im Hardmode spielt, dass man dann bessere Items findet. Ja, das habe ich auch schon gehört. Habe ich irgendwie öfter coolere Items gefunden als jetzt immer. Ja, aber da musst du auch bedenken, dass du. Warte mal ganz kurz. Da rechts könnte. Ja. Nee, ich will da jetzt. Schauen wir, ob hier der Geheim rum ist. Es wäre. Schwenden wir die Bombe. Ja, scheiße. Es wäre ganz gut gewesen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn du so einen Pott kaputt gemacht hättest. Ich mag die Pots nicht. Oh Gott. Ja, aber du bist Maggie und du musst bedenken, wenn du 5 Münzen hast, kriegst du auf der nächsten Ebene eventuell eine Blutbank. Und das wäre jetzt ziemlich stark in dem Moment. Das stimmt. Gott, der Haunt. Ich habe den Haunt übrigens einmal fast mit der Lost gekillt. Echt? Ah! Ihr zwei kleinen Haunties, ihr geht mir so auf den Sack. Ich finde die so schlimm. Ja, jetzt einfach ganz chillig. Nee, übertreib's nicht, lieber einmal weggehen. Ja. Setz dein. Das Problem ist, dass meine Range auch gerade echt niedrig ist. Ja, das funktioniert schon. Du hast ja so ein Gefühl dafür, wann er wieder angreift und dann musst du einfach weggehen. Und wenn es dann ein bisschen länger dauert, bis er angreift, scheiß drauf. Einfach dann aus dem Weg gehen und dann. Ja. Ich wusste, dass er angreift, aber ich wusste nicht, wo ich hingehen soll. Oh, komm schon. Egal, der Hund zählt nicht, Leute. Der Hund ist Bullshit. Ist mir egal, wie viel Schaden ich hier nehme. Es tut nichts zur Sache. Stirb. Ja, wir haben leider keine. Der Löffel. Wir haben leider keine Möglichkeit mehr, irgendwo Münzen zu kriegen. Oh, Curse of the Maze. Warum ist das Herz auf der Karte jetzt herumgewandert? Hast Weil du gesehen? Curse of the Maze hast. Oh. Okay. Ja, gut. Curse of the Maze tauscht alles, Alter. Echt? Das tauscht auch Räume und so. Das ist richtig durchgeknallt. Oh, weißt du, was ziemlich cool gewesen wäre? Was denn? Wenn ich ein Soul Heart bekommen hätte irgendwo. Ja. Das wäre ziemlich fresh gewesen. Das ist auch so eine Sache. Hättest du noch zwei Münzen, hättest du jetzt entweder in den Shop gehen können, den Soul Heart kaufen, oder du hättest auf die Blutbank spielen können. Deswegen wäre es eventuell besser gewesen, so eine Vase kaputt zu machen und in der Hoffnung, dass du zwei Münzen rauskriegst. Na, das stimmt. Egal. Man unterschätzt das immer sehr, aber tatsächlich ist es im frühen Spiel. Ich versuche ja in der Regel sonst immer auf die 5 Münzen zu kommen. Nur von den Vasen, da bin ich absolut kein Fan, weil die Wahrscheinlichkeit, ja, dass ich da zwei Münzen rausbekomme, ist niedriger, als dass das der Secret-Raum gewesen wäre. Dass das der Secret-Raum war, ist nämlich die Wahrscheinlichkeit ungefähr 50%. Ja, du hattest auch bei den Räumen. Wenn rauskommt, 20, wenn überhaupt. Na, weiß ich nicht, aber. Oh, Stompy, jetzt kannst du. Aber pass auf, da können Spinnen rauskommen. Ich weiß. Stompy. Den hatte ich übrigens auch in dem einen Lost Run mit der Guillotine. Ich kauf dem blaues Herz hin. Also, guck mal, wie behaart Maggie ist, ey. So ein Bart hätte ich auch gern. Ja, ich auch. Was wolltest du sagen? Maggie ist schon ein bisschen so eine Traumfrau. Als ich da meinen Run hatte mit. Ich hatte so einen Lost Run, da war ich relativ weit, da war ich bei Mom. Da hatte ich, wo ich halt 9 Lives hatte, liebe Leute, zu eurer Aufklärung. Und da hatte ich dann die Guillotine aufgenommen, was ziemlich dumm war, was sich als Fehler rausgestellt hat. Danach habe ich auch noch Stompy aufgenommen, was sich ebenfalls als Fehler rausgestellt hat.
Echt? Weil ich habe gar nichts mehr gesehen. Alter. Wenn dann so ein Stompy-Kopf um dich herum rotiert, dann siehst du nichts Ach mehr. Ach so. Ja. Ja. Ja, geh doch zum Boss. Ich will noch weiter den letzten Runde kommen. Devil Deal, wenn du jetzt getroffen wirst, hast du ein halbes blaues Herzchen weg. Ich so Horn kann nicht kommen, da ist nichts Böses. Geh einfach hin. Du kannst dann. Oh, Stompy. Man kann es nicht übersehen. So, wen haben wir? Pin! Oh mein Gott, es ist Pin. Ach ja, so, eines Tages werde ich auch mit der Lost was schaffen. Was? Dann hoffen wir mal auf einen guten Teufelsdeal. Mhm, das ist der Plan, soweit einen guten Devil-Deal zu bekommen, vor allem. Und ich hoffe auch, dass der mir irgendeinen Range-Up gibt, der gute Pin. Das wäre ziemlich fresh von dir. Das wird ziemlich. Und der Devil-Deal, ein Abaddon wäre da. Na, ja, noch kein Abaddon. Erst später. Irgendwas ja, oder sind drei, wenn es drei Items sind, kann auch Abaddon dabei sein. Das stimmt. Oder drei Guppy-Items. Oh, Jesus. Das ist ja mein Range-Up. Starkes Ding. Habe ich erst mal kurz freigespielt und seitdem tauchen die immer auf und jedes Mal aufs Neue erfreut es mich ungemein. Die sind aber. Verdammte Scheiße, Maggie. Alter. Jetzt geht's doch mal los. So was wollte ich sehen. Shit, cool. Ich hätte nach dem Geheimraum suchen können. Egal, ich habe die Sensen. Jetzt kann ich übermütig werden. Boah, guck mal, wie die aussieht, ey. Oh, fuck. Oh Gott. Ich mag den Raum hier nicht. Alter. Ja. Was ist denn mit den Sensen los? Wieso? Schau dir das mal an. Ja, Sensen und Splash Damage ist schon ziemlich geil. Wusstest du, dass mein letzter Run auch ein ziemlich verrückter Sensen-Run war? Von dem habe ich dir erzählt. Das war der mit Ipecac. Ach so, ja. Und den Sensen. Ja. Das heißt, das waren ganz viele kleine explodierende Sensen. Die waren super. War mein Lieblings- die Sensen sind einfach insgesamt. Cool, Alter. Das ist unfassbar. Und richtig stark. Fuck. Oh shit. Aber du hast noch ein blaues Herz, oder? Ja. Mhm. Du hast auch noch ein schwarzes Herz, locker. Dann mache ich. Ja klar, könnte ein Guppy-Item drin sein, ne? Ja, oder blaue Herzen. Blaue Herzen sind aktuell auch nicht das Verkehrte. Das ist ja meine Fresse, die Sensen, die mich gerade ein bisschen irritieren. Aber die sind nicht so stark, wie sie aussehen. Das ist ein bisschen uncool. Ah, machst dir da mal keinen Stress. Lucky Power, dankeschön. Du bist schon ziemlich stark für deinen momentanen Stand. Lucker ist sehr gut. Habe ich am Anfang, als ich Isaac gespielt habe, ein bisschen immer... Ja, ich habe es immer als unwichtig angesehen, aber ist es gar nicht. Ja, vor allem in dem Teil hier ist ja wichtiger geworden, weil es viele Tierseffekte gibt, wie zum Beispiel die Poison Damage und sowas. Ja, genau das und auch die Drops, die du dadurch kriegst. Mhm, ich habe jetzt zwei Luck-Ups bekommen, das ist ziemlich super. Ah, hallo du Fetti. Und warum sind die so schnell? Charmanter junger Mann. Töte ihn. Alter, was war mit dem los? Ich meine, ihr müsst euch überlegen, ich gucke das gerade über Skype und ich habe 10 FPS und das sah ziemlich lustig aus, wie der auf dich zugelaufen ist. Es sah auch so lustig aus, weil er echt ein Arschloch war. Robo-Baby 2.0. Oh, ich hasse Robo-Baby 2.0. Oh, Moment mal. Okay, hier haben wir den... Ach, keine Ahnung, wo der gerne rum sein könnte. Da nicht. Lass mich bitte in Ruhe, Jungs. Oh, ich bin so froh, dass nicht diese Kreuzspinnen sind. Kreuzspinnen sind die schlimmsten. Das stimmt. Ich weiß, welchen Raum ich meine, wo die links und rechts in der Mitte noch ein paar geben. Ja, es ist einfach das ist schrecklich. Der schlimmste Raum überhaupt. Kreuzspinnen sind immer schlimm. Wie schön. Okay, das war jetzt, oder? Habe ich zuletzt ein schwarzes Herz verloren? Ja, du müsstest noch ein blaues Herz haben. Okay, gut. Wundervoll, ich habe Schlüssel und, ich glaube, ich weiß auch, wo der Geheimraum sein könnte. Oder? Aber das tut ja nicht zur Sache. Wie geht's euch, liebe Zuschauer? Und wie geht's dir? Ich glaube, du hast eine Bibliothek auf der Ebene. Stimmt. Ja. Ich habe schon immer den Shop. Und dann kauf dir einen Schlüssel. Oder so. Hm. Mir geht's gut. Und dir? Na, mir auch. Das ist so. Fuck. du musst mal deine Donation-Maschine füllen, oder? Ich weiß. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt in jedem Run zuerst die Donation. Oh Gott! Jetzt spiele ich schlecht. Ich bin so langsam, ich will schneller sein. Ich habe mir vorgenommen, in jedem Run jetzt dann zuerst eigentlich immer die Donation-Maschine ein bisschen aufzufüllen, weil wenn ich bei 999 wäre, dann werden die Lost Runs auch wesentlich einfacher. Ja, das stimmt. Ich meine, weil die Stopwatch ist ja so ein Item, das nimmt man nicht mit. Wenn gehört ich Lost Run nicht. Hab dann... Alter, Mock. Okay, ich glaube, den Devil Deal, den bekommen wir nicht. Hast du Damage bekommen? Ich meine, ja, so viel blaue Herzen hatte ich doch. Und ich habe echt viel dumm Damage jetzt. Ja, aber du hattest doch ein blaues Herz und dann hast du zwei schwarze eingesammelt, oder nicht?
Ja, aber ich weiß nicht. Wir werden sehen. Ist alles egal. Devil Deal bekomme ich. Warte. Setz zweimal das Book of Sin ein. Na, guck mal, eine Pille und ein blaues Herz. Wahrscheinlich Bad Trip. I can see forever. Oh! Ja. Da war noch eine Karte. Weißt du, was das für eine Karte war? Achso, meine High Priest. Die wollen wir auch noch. Ich bin so unaufmerksam. Ja, dafür bin ich ja da. Ich will zu schnell durchrushen. Ich bin du ein bisschen geschädigt. Du kannst jetzt auch in den Zaki-Zaki-Raum gehen, im Grunde. Stimmt. Ich bin noch ein bisschen geschädigt wegen meinen Lost Runs, wo ich einfach hauptsächlich. Ja, man sucht nach einem guten Item und der Rest ist relativ egal. Ja, du hast zwar jetzt das blaue Herzchen wahrscheinlich verschwendet, das hätte man dann vielleicht später aufheben sollen, falls du nicht noch ein zweites hattest, aber ist dann auch egal. Book of Belly, du kriegst sowieso einen Devil Deal. Weißt du noch, wie viele rote Herzen du hast? Oh shit, wir haben ein Problem. Ich habe mir aber auch ein blaues Herz im Shop gekauft. Ja, ach so, stimmt. Ja, dann müsstest du glaube ich noch ein blaues Herz haben. Das habe ich auch noch nie gesehen, schau mal. Rechts Geheimraum, links ein Geheimraum. Das geht bei euch ab, Jungs. Wir sind chillen, ja? Cool. Megamo. Der Mega, Alter. Alter, wird der zerfetzt, der Kollege. Schau dir das an. Mir gefällt das, Megamo. Mir gefällt das gut. Danke der Nachfrage. Das war. Okay, mein Leben sind wieder voll. Hi, Krampus. Und Krampus. Das geht ab, Alter. Vielleicht kriegst du ja Kohle. Das wäre auf jeden Fall nice. Ich wäre auch nicht. Ich wäre auch nicht traurig darüber, weil ich den Krampus Head bekommen würde. Nein, weil du behältst Book of Belial. Du weißt ja, ich habe das Spiel bei mir jetzt auch deinstalliert und nochmal neu installiert. Und der Krampus Head, der hat immer noch 3 Räume Aufladungszeit. Ach so. Ja, das hätten wir jetzt überprüfen können, aber. Und ich verstehe einfach nicht, warum. Der hat ja immer noch, ich weiß es. Gestern Abend hat er es zumindest noch. Die Sensen. Jetzt werden sie langsam stärker. Hä, was hast du denn? Hast du nicht geupdatet? Doch, das updatet automatisch. Ich habe es sogar extra nachgeschaut. Immer aktuell bleiben, dein Spiel ist auf dem aktuellsten Stand. Hä, und warum haben deine Sensen dann nur 3 Aufladungen? Du meinst deinen Krampus Head? Nur 3 Aufladungen? Weiß ich nicht. Die Sache ist ja auch im Hard Mode zum Beispiel, siehst du ja, also der Dark Bum, der kann mir auch Spinnen und sowas geben. Der gibt nicht nur blaue Herzen. Hä, hast du. Nicht in die Pilze laufen. Ja, versuch's. Aber ist egal. Genau, und der Dark Bum kann auch Spinnen geben. Und ich hasse diesen Raum. Und du siehst ja, ich finde genug Schlüssel und alles im Hard Mode. Das ist ja alles, sind die vor. Ach, shit. Alter, geh weg! Stirb! Oh Mann! Ich hasse diesen Raum so sehr. Oh, da ist ja noch einer. Hallo, junger Mann. Wo ist noch einer? Der Schwarze. Ach so. Hab ich gar nicht gesehen. Fass das jetzt bitte nicht falsch auf, liebe Leute. Ja, das war. Oh! Danke, Monkey Paw. Das Beste, was du dich nützlich gemacht hast. Ich hab was gestorben in dem Raum jetzt. Du hättest einfach Book of Belial. Mann, entspann dich. Gott. Ich spiel doch nicht gut. Hab mich getäuscht, Leute. Ich hab doch nie die Performance meines Lebens. Ist mehr so. Bullshit. Aber danke, Monkey Paw. Du rettest mir den Arsch. Alter, jetzt konzentrier dich mal wieder. Ich versuch's. Guck mal, blaues Herzchen, wunderbar, nicht in die Pilze laufen. Das Item. Ja. Na, vielleicht kriegst du ja eine gute Pille. Volle Leben. Danke. Sau, okay. Nicht in die Pilze laufen. Ich weiß, da kann bestimmt auch 6 Stück auf einmal wegsprengen, aber. Das habe ich letztens geschafft. Weiß aber nicht wie. Boah, 48 Stunden. Hol die Pillendose. Range up. Wo die Pillendose und dann. So! Oh, noch ein Lack-up wäre super. Oh, dann. Nehmen wir noch ein Lack-up. Wir bekommen. Bad Trip. Das habe ich mir gewünscht. Ja, wenn du jetzt. Ist ja gut zu wissen, dass sie in der Rotation ist. Wenn wir noch eine Bad Trip-Pille bekommen, dann. Kann man die als volle Leben benutzen. Ja. Stehe ich ganz gut da. Ja. Und die Sens macht mich ein bisschen verrückt. Warum? Die nehmen mehr, mehr Platz vom Bild ein, als sie eigentlich sollten, und sie machen nicht so viel Schaden, wie sie Platz einnehmen. Ah. Aber es wird doch, die werden noch so viel Schaden machen, davon bin ich überzeugt. Dankeschön. ich würde die schwarze Kerze holen, ne? Bemerkbar. Ja, werde ich mir holen. Ich könnte das Geld jetzt raussprengen, aber versuchen wir mal, schauen wir mal, was wir so noch zusammen bekommen. Ja, wir bekommen auf jeden Fall noch ein blaues Herz zusammen. Ja, Leute, ich spiele gar nicht schlecht, ich spiele nur so gut, wie ich spielen muss. Ein gutes Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Exakt. Ich bin ein gutes Pferd. Kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber es gibt bestimmt Menschen, die das könnten.
Ja, Full oh. Health, das will ich doch. Bad Trip, okay. 3 Bad Trip und 2 auf 100. Ich nehme lieber eine Full Health mit. Wenn du mit der High Priest, habe ich eigentlich Verlangen, jetzt erstmal direkt zum Boss zu gehen und ihm die High Priest reinzudrücken. Ja, mach das mal. Und dann eine Full Health mitnehmen. Dann kriegst du, dann kriegst du auch den Teufelsstil. Oh. Nimm die Skirty. Ja, wahrscheinlich. Oh. Die hätte jetzt auch auf die anderen stampfen können. Ach was. Boah, du machst richtig guten Damage. Ja, aber mit dem Book of Valiant auch. Snack, so, jetzt gib mir einen guten Devil. Nimm ihn mit. Ja, was soll's. Nimm ihn mit. Was soll's, dann haben wir eben 2 nutzlose Begleiter. Mach was, wer weiß. Irgendwann kommt der Moment, wo Ghost Baby dir den Popo rettet. Wann kommt der Moment? Ich weiß. Ich warte schon sehr lange darauf, Kornel. Oh, ich mach hier sowas von kaputt. Das lohnt sich direkt. Ja. Boah. So, Alter, boah, 3 schwarze Herzen. Luck up lässt grüßen, oder was? Ja, ich... Alter, was okay. Was ist denn los? Boah, wie selten man das One-Up findet. Ja, ich hab selber sehr viel... Oh Gott, vielleicht einmal gefunden. Oh, super lustig, nicht zurückdrehen kann. Angsteinflößendes Szenario. Na, locker easy. Und noch eine Full-Health-Pille. Das heißt, wenn ich jetzt eine Bloodbank habe... Ja, guck mal, ob es irgendwo eine gibt. Also die kann ich ja sowas von leer spielen dann. Boss Rush muss wahrscheinlich eh schon vorbei, oder? Wie schnell bist du? Für. Boss Rush habe ich aber. Maggie war der erste Charakter, mit dem ich den Boss Rush geschafft habe. Echt? Ja. Da hatte ich Monsters Lunge. Das war ziemlich super. Macht, glaube ich, in dem Fall mehr Sinn. Ja. Wenn ich nochmal auf ein halbes Herz runterkomme, habe ich eh größere Probleme. Geh in den Zacki-Zacki-Raum. Ist es schon wieder eine Bibliothek oder so? Ja. Ah. Kleiner Mann. Aus dem Weg. Ja, aber. Ja. Nimm die mit. Nimm ich mit. Du hast ja schon ein Guppy-Item, ne? Ja, genau. Nee. Hab ich? Nee. Hast du schon ein Guppy-Item? War ich? Moment, nee, war ich nicht. Das war nicht so mit dem Zacki-Zacki-Raum. Ja, genau. Ist heute auch kein Glück, Alter. Da habe ich schon lange kein Glück mehr gehabt. Boah, die sind schon. Es gibt schon oft Items drin. Ich habe letztens immer wieder neu gestartet, weil ich das Book of Revelations gesucht habe, weil ich meine scheiß Meat Boy und so bauen wollte. Und dann bin ich immer in die Zacki-Zacki-Räume gegangen. Und ich habe in einer Tour habe ich den Pack gefunden. Ich habe alles gefunden. Also ich habe bei meinen Lost Runs eigentlich das Beste, was ich gefunden habe, nach 2-3 Stunden war eine Black Candle. Okay, langsam gefällt mir der Damage. Mhm. Langsam, du könntest dein Buch auch öfters einsetzen. Ja, das stimmt. Also wenn du irgendwie nicht. In einem Raum bist... Ich will es mal für einen wirklich notwendigen Raum aufheben. Für den nächsten einfach nur uns. Beispiel sind bestimmt Pinnies am Start. Außer es ist der mit dem einen Dingle Senior, dann werde ich es vielleicht nicht einsetzen. Hier ist eigentlich auch unnötig. Egal. Kommt her, Jungs. Kommt her. Die kommen da niemals durch. Oh. Der kam durch. Mhm. Ich wollte gerade sagen, der kommt niemals durch. Kannst du sprengen, genau. Krass, hey, du warst so gut wie tot. Was für eine Ausbeute. Und jetzt sieht's wieder sehr gut aus. Ein Kornel. Oh, den mach ich. Gibt's danach dann einen Isaac Run bei dir? Mit mir dabei? Ja, das können wir sehr gerne mal wieder probieren. Okay, das, weil beim letzten Mal, da hat der Kornel ja dezent die Aufnahme verkackt. Ja, gut. Ich konnte ja, gut. Ich definiere so, verkackt. Konnte nicht so viel dagegen tun. Ich weiß. Weil habe ich auch noch mit OBS. Ich sage ja nicht, dass du es mit Absicht verkackt hast. Nee, ja, es war eher so ein technische Defizite. Da einen Schuldigen zu finden, ne, das ist immer eine in der langen Reaktionskette von Technik und ja. Nicht es regnet heute nicht. Und bei dir? Bei mir ist tatsächlich auch schönes Wetter. Es ist aber zu kalt, leider. Wobei, jetzt geht's vielleicht. Es ist kalt. Ich habe heute Morgen, als ich aufgestanden bin, so meine Balkontür aufgerissen, weißt du, so, komm rein, Leben, komm! Und dann dachte ich mir so, okay, warte ganz kurz, bleib draußen, ist zu kalt. Oh! Kornel, warum hast du mir davon nichts erzählt? Wieso? Von davon? Ich wollte gucken, ob du es selber findest. Guter Test, Kornel, guter Test. Ja, ich kann ja auch nicht alles für dich jetzt hier übernehmen, ne? Du musst ja auch irgendwie klarkommen, wenn ich mal nicht mehr dabei bin. Alter, hat's bei dir eigentlich vor kurzem auch so geschneit? Nein! Bei mir war es am Ostermontag, war das? Ja, ich wohne in Würzburg, Alter. Das ist so scheiße. Hier stürmt es nicht, hier schneit es nicht, hier passiert nichts. Merk schon. Alter, bei mir war dann so mittags,
Da war ein richtiger bisschen Schneesturm draußen. Da lag sogar ein bisschen Schnee. Eine Stunde später war er wieder weg, aber er war kurze Zeit da. Okay. Leck mich. Ah, Scheißraum. Book of Belial-Raum wäre das gewesen. Ja. Alter, du kriegst doch nur Kacke aus den roten Kisten. Ja, willkommen in meinem Leben. Aber egal, du musst dranbleiben. Irgendwann kommt der Moment, hast du... Du hast nicht Cappy's Tale, oder? Also, was auch gut ist, weil ich nur einen Schlüssel habe. Ja, nee, aber du hast ja die Left Hand. Guppy's Tail und Left Hand ist... Ja gut, trotzdem... Ja, wobei ich nicht im ersten Devil Deal ein Guppy-Item drin? Nee, da waren nur die Sensen, glaube ich. Ach, stimmt. Stimmt. War ein guter Devil Deal. Ja, ich glaube, ich habe mir gewünscht, dass da ein Guppy-Item drin war. Ja, nee, boah, Alter. Der Junge spielt auf Devil Deals und hat gleich 6 rote Herzen. Ich hätte noch gerne einen Schlüssel, weil den Automaten da drin. Oh, hi, Pin. Na, jetzt ist es soweit. Scheiß auf den Automaten. Nee, ich will in die Luft springen, weil ich den Default noch freischalten will. Ach so. Kann ich auch da kommst du, wollte ich gerade sagen, da kommst du, glaube ich, auch so ran mit deiner Bombe. Hey, Pin! Alter, meine Sensen, schau dir das an, Cornel. Ja. Die Sensen jetzt noch Kakao finden, Mock. Jetzt Kakao finden. Das wäre super. Und Guppies, Tammy's Head. Genau, genau. Ein super Ding. Du musst nur 30 Stück sprengen. Ja, aber scheinbar habe ich die echt nie gesprengt. Komischer Typ. Ich schon gewundert, warum alle den die vorfrei haben und ich nicht. Dachte, man muss irgendeine Challenge dafür machen. Aber nein, Automaten sprengen, da gehe ich rein. Schon wieder die schwarze Kerze. Ja, komm. Was dieses Mal machen wir? Man gönnt sich ja sonst nichts. Fuck! Warum hast du den Typ nicht getroffen? Ich weiß es nicht. Ah, schwarze Kerze oder PhD? Schwarze Kerze. Ja, das reicht lag ab, haben wir schon. Ja, und du hattest auch nicht so viele schlechte Pillen. No. Ich weiß natürlich nicht, relevant ist Luck Up. Tears Up wäre zwar nett, aber... Tears Up ist richtig stark, aber... Dann 2 Full Health Pin hätte ich, die ich sowieso... Ups! Ganz leicht haben kann, dankeschön. Das war hervorragend, möchte ich mal. Da kommst du nicht ran. Fängenstein. War ich überall? Ich war auch im Goldraum. Ich könnte jetzt sagen, in einem Raum war ich nicht, aber ist mir egal. Loki, mein Freund! Was geht ab? Komm on la vida, Loki! Du, einer der schwächsten aller schwachen Bosse. Ja. Der war nicht so stark. Old Bandage. Übrigens würde ich dir mal empfehlen, das HP ab danach aufzusammeln. Das macht doch in dem Fall keinen Unterschied. Doch, wenn er jetzt aber dann drin wäre. Kommt drauf an, ob du ein. Ja, kommt drauf an, ob du ein rotes Herz haben willst. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, wenn du dann einfach auf nur blaue Herzen spielst, aber. Ja, es wird jetzt schwer, weil ich weiß nicht, wo ich die noch alle loswerden soll. Ja, ja, jetzt ist es der Zug abgefahren. Campus kam schon tatsächlich. Ja. Jetzt wird wahrscheinlich dann der nächste Devil Deal nur rote Kisten haben. Ja, wenn du so da rangehst, Mock, weil dann kannst du auch aufhören zu spielen. Nein. Devil Deal. Sag nur statistisch, es ist auch so. Statistisch gesehen hat der nächste Devil Deal 3 Guppy-Items drin. Nein, ich tendiere ja mehr Richtung Brimstone. Ich habe meinen. Weißt du was, ich will gar kein Brimstone. Ich sag, der nächste Devil Deal hat einen. Ich sag, der Shop, der hat Hive Mind. Der Geheimraum hat voll viel Geld und der Devil Deal hat Rotten Baby. Ich habe echt nicht so hohe Anforderungen. Oh! Alter! Das ist Run Cordel. Wie willst du den überbieten? Weißt du was? Du kannst heute den The Lamp besiegen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht schaffen wir den Dark Room. Ja, ich meine, ist unwahrscheinlich. Sehe ich ein, aber gut. Vielleicht wird's ja was. Vielleicht. Man ist sich noch nicht ganz sicher. Und schwarzes Herz für umsonst. Die Wettbüros, die laufen. Ach so, da sind Mama-Hände drin. Das habe ich ja nicht gehört. Naja. Ich hasse die Räume. Die boah, jetzt... Finden die nicht so schlimm. Alter. Boah, jetzt Kakao und Tell Me Sad, Alter. Dann GG. Ah, Boss Rush ist schon vorbei. Das ist kein Hive Mind. Nimm einen Schlüssel. Weil der Hive Mind. So. Ich muss da wieder was reinbringen. Der muss voll werden. Dein Shop ist auch noch so klein. Normalerweise hat man da viel mehr. Ich weiß, ich muss echt, das ist auch. Das sind lauter so Kleinigkeiten, die mir nicht wirklich weiterhelfen. Ja. Das ist noch ein kleiner Schwarzmarkt für mich. Nein? Okay. Hätte man auch besser nachsuchen können. Fucking Gurglings, für euch verwende ich nicht mal mein Buch. Vor allen Dingen bei deinen Herzanzahlen wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, mal ein bisschen stärker nach dem Schwarzmarkt zu suchen. Ja, das heißt stärker nach. Ja, gut, hätte ich machen können mit Stompy, aber.
Ja. Meistens ist es eh nur, du gehst da runter, ist an der Treppe und da ist eine graue Kiste und du denkst dir... Ja, Mock, aber das sind die Unterschiede, warum jemand 100 Läufe gewinnt und du nicht. Ja, das stimmt. Weißt du, das ist halt der Punkt. Will ich noch weiter erkunden? Doch, will ich. Shit, hatte keine 5 Münzen, oder? Nee, du hast 4. Haben wir auch keinen Arcade-Raum. Also gibt's eigentlich nicht wirklich was Interessantes für uns zu finden, weil... Nee, geh einfach. Ich steh gut da. Ja. So, Mom, ich kann mehr Steine zermatschen als du. Wie gefällt dir das? Oh, okay. Oh, der geht gut. Die ganze Deckung kaputt. Gott, ich hasse den Mom-Boss-Kampf. Das ist irgendwie so ein Kampf. Der fällt mir schwer, ohne Schaden zu nehmen. Ja, finde ich auch. Gib dir die Schuld, Kornel. Devil Deal. Gut, dann halt 2 Gabi-Item. Ein Gabi-Item. 1. Na gut, immerhin. Dann eben volle Leben. Voll Leben, okay. Da sagt man auch nicht nein. Und einen Devil Deal bekommen wir ja noch. Und wie wir alle wissen auch. Moment, ich habe die Left Hand. Warum finde ich denn keine Guppy-Items? Was ist denn los? Keine Ahnung. Hast du bei mir den Part gesehen, wo ich mit der Left Hand auch in die Chest gegangen bin, weil ich Guppy werden wollte? Ja. Ich hatte, glaube ich, Contract from Below, oder? Und den Guppy-Schwanz. Ich habe in fast jedem Raum 2 rote Kisten bekommen. Ja, das war richtig übel und du wurdest nicht Guppy. Es waren so lächerlich viele, das war dumm. Ich glaube, Womp 2 oder so habe ich angefangen mit 2 Guppy-Items die Dinger zu farmen. Die ganze Kathedrale habe ich gecleared, glaube ich. Es war einfach so übertrieben krass, ey. Mhm. Und ich bin einfach nicht Guppy geworden. Und ich hatte, glaube ich, Half Mind. Ach, das war so krass. Lange mich denke. Oh, magst du saure Weingummi? Definiere. Genauer. Ich habe hier gerade. Meinst Haribo? Du so Apfelringe oder sowas? Die Grünen zum Beispiel. Sind besser. Zum Beispiel Apfelringe. Sind Apfelringe sauer? Ja, ne? Es gibt die Orangen, die sind nicht sauer. Genau, die Pfirsichringe, die sind nicht sauer. Ach so, ja, es sind keine Apfelringe. Ja, und dann die Apfelringe, die sind. Ja, doch, so saures Zeug mache ich eigentlich. Ich habe nämlich gerade Haribo Frutinis. Und die sind auch sauer. Und ich bin echt empfindlich, was sowas angeht, ey. Echt? Ja, früher. Also auch kein Center Shock-Fan. Center Shock ist der größte Crap überhaupt. Center Shock war der geilste Shit der Welt. Früher. Ja, aber jetzt überleg mal, wie es geschmeckt hat. Es hat nur nach Chemie geschmeckt. Das ist echt widerlich. Das ist immer das Beste. Der zweigeteilte doppelte Loki. Ich finde die Idee von dem Bosskampf so super irgendwie. Warum? Weiß auch nicht. Wow. Oh, Damage Up wundervoll. Ist, glaube ich, sogar ein Punkt Damage Up. Ja, ein ganzer. Yes! Ich hab's doch gewittert. Mein Lieblings-Devil-Deal. Nimm mit. Komm mit, Sister Maggie. Komm mit. Ey, ich hab ja auch noch Lil Brimstone. Ja. Warum sagst du denn nichts, mein Freund? Der ist so ruhig da hinten die ganze Zeit. Der sagt nichts zu mir. Die ganze Zeit war er da und hat alles beobachtet. Ich glaube, der ist ein bisschen geil auf den Wonderpilz. Ich glaube eher auf Sister Maggie. Ja, die war jetzt erst. Ist lass jetzt meine erst Schwester gut. Maggie in Ruhe. Ich bin Maggie. Du hast auch noch Robo-Baby 2.0, ne? Naja, das Schild an der Ecke. Keiner mag mich. Bleib in der Ecke, Robo-Baby. In der Ecke, okay. Feige Robo-Baby. Oh, die Stacheln gefallen mir nicht. Ja. Ich weiß auch nicht. Robo-Baby, man nutzt ihn halt auch eigentlich nicht. Ich habe ja ein bisschen geschaut nach einem Taktik-Guide für The Lost. Okay. Da war eins der empfohlenen Items, mit dem man den Run dann vielleicht versuchen sollte. Hat halt Robo-Baby vorgeschlagen. Ja, Robo-Baby 2.0. Ich dachte mir, nee. Die Idee dahinter ist ja ganz nett, weißt du, aber es gibt einfach so viele Situationen, wo dir das halt nichts bringt, dass du... Vor allem, es bringt dir vielleicht nur im Basement 1 oder 2 was, aber insgesamt, nee, ich sehe es nicht. Ja, es gibt halt zu viele Räume, wo du dich halt einfach permanent bewegen musst. Ja, wo nicht andauernd Steine sind. Ich meine, das ist wie mit Spectral Tears. Die würden dir dann ja, das wäre ja dann auch der Shit überhaupt. Mich in dem Arm. Nee. Ich dachte, ich hab lachen. Ja, gehört. Das ist so ein bisschen. Vielleicht war es so Cornel, das Mutter, die gelacht hat. Ich nehme gerade YouTube-Videos auf, Mutter. Ja, meine Mama ist ja leider nicht hier. Das klingt trauriger, als es ist. Sie ist nicht in Würzburg. Sie lebt noch. Auf einmal droppt er die Bombe. Warte, warum ist nicht mehr hier? Ja gut, dann nimmt er deine gratis Pommes, aber meine Fresse. Ziehst nicht gleich auf so eine deprimierende Schiene. Meine Mama kann nicht mehr für mich kochen.
Meine auch nicht. Ich würde da reingehen, aber dann, ich weiß nicht, wie dann du mit dem Leben klarkommst. Ich auch nicht. Geh rein. Ja. Das ist ein Schlüssel. Siehst du? Was ist denn nur los, jetzt habe ich die 4 Schlüssel. Im Moment, ich komme gar nicht in die Chest. Was für eine Scheißidee. So, da oben ist jetzt besser der Geheimraum. Aus Prinzip. Dankeschön. Ja, dann guck auf der anderen Seite. Ach. Halte ich für unwahrscheinlich. Ernsthaft, ja, der ist da oben wahrscheinlich. Ah, ja, hier. Ja, klar. Okay. Das sieht man doch. Mhm, eindeutig. Hallo, Greed. Ja. Oh, Alter. Also, der Lauf ist auf der einen Seite so. Spring mal den Pilz in die Luft. Alter, Mog, da darfst du kein Damage kriegen. Ich weiß. Ich sehe nur nichts. Oh, weißt du, das ist. Eine 2 macht zwei. Was? 2 macht Bullshit. Ich glaube, die Würfel, die Items, die. 5 ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das habe ich mir gemerkt. 5 ist nämlich. Forget me now. Guck, mach mal kurz die Map groß. Gleich. Einfach ab. Nehm ich. Oh. Kennst du die Forever? Klar. Ja, das war dumm, aber. Ja, wobei, nee. Ist okay. Ja, okay. Ich dachte, die 2 hätte. Dann rollt die 2, glaube ich, im Raum alles neu, ne? Die Sachen, die auf dem Boden liegen. Ja, das kann sein. Oh, eine gute Sache, ein Schlüssel und ein Zehner. Ja. Ich hasse diesen Raum, ich bin froh, dass ich nicht getroffen wurde. Zwei blaue Herzen. Dankeschön, gehen wir zum Mutti. Ah, sieht das Leben doch schon wieder viel besser aus. Was geht ab, Mutti? So, sollte jetzt kein Problem werden, der Kampf. Down. Mann, ich erinnere mich noch, anfangs hatte ich so große Probleme mit dem Kampf. Ich bin sowas von nicht drauf klargekommen. Ja, das war. Und nee. Waren noch zu viele Tiers auf dem Bild. Wir nehmen einen coolen Weg. Wir schauen, ob hier ein Tinted Rock ist. Ist keiner. Ich hatte bei mir war da hinten mal ein Tinted Rock. Bei mir? Bei mir war da hinten mal einer. Ja, bei mir auch vor kurzem. Ich dachte eigentlich, das war ein Witz, aber es geht wirklich. Ja. Aber irgendwelche Leute haben mal gesagt, das ist voll oft und. Nee. Ja, voll oft würde ich jetzt nicht sagen. Aber es passiert manchmal. Ja. Wahrscheinlichkeit kann dir sagen, wie oft es passiert. Ich kann es ja nicht sagen. Hallo, junger Mann. Oh, Alter, du kriegst auch nichts aus den Kisten. Ja, ich habe einmal 2 blaue Herzen rausbekommen. Ja, aber. Fuck! Ich glaube, ich soll mal anfangen, mit dem Lil Brimstone zu arbeiten. Vergesst die ganze Zeit, dass er da ist. Ja. Nichts für ungut, junger Mann. Ich meine, weißt du, von wem ich wirklich vergesse, dass er da ist? Robo, das Baby. Item mit dir. So. Oh shit. Oh, mag ich nicht. Wenn du schießt, machen die ihren Kopf nicht hoch. Ich weiß, ich würde gern. Alter, Blag! So, wollte den Brimstone ready haben. Oh Gott! Hier, Viecher. Du kennst doch auch diese komischen stürmenden Viecher aus Womp und sowas. Weißt du, welche ich meine? Den nehmen wir. Du meinst. Die wie gerade diese Sprengstoffviecher sind und da so rumstürmen, die können Gehirne spawnen. Nein. Doch, bei mir. Ich meine, dass bei mir einer heute ein Gehirn mal gespawnt hat. Nein. Können die nicht? Nein, dann hast du das Gehirn auf einmal her. Es war ein einzelnes Gehirn. Hast du das übersehen oder so? Hä, diese braunen Viecher oder was? Nee, nicht blau. Braun. Ja, genau, die braunen. Ja, nein, die. Nein, das wär mir kommt. Also, weiß ich nicht. Vielleicht. Wahrscheinlich. Oh Gott. Hä? Oh Gott. Hä? Hab nichts gesehen. Eigentlich schon mal. Oh Gott, hallo, mein Lieblingspiep. Ja, du bist wirklich mein Lieblingspiep. Nein, nicht wirklich. Die andere Form von dir ist mir lieber. Er läuft in die Augen rein. Eigentlich schon erwähnt, dass ich den Darkroom bzw. Schol hier schon ewig nicht mehr gemacht habe. Geht auch nicht in den großen Raum. Ja, dahinter ist bestimmt der Boss. Das kennen wir doch. Oh Gott. Ich spiele wieder scheiße. Ich spiele sehr scheiße. Okay. Ist alles gut, du hast noch eine volle Lebenpille und so, es ist alles easy. Easy as shit. Da ist halt wirklich, weil wir hier. Hast du da oben noch ein blaues Herzchen liegen? In dem anderen Raum? Nee, ne? Ich bin mir relativ sicher, dass wir auch noch blaues Feuer finden. Ich bin optimistisch. Ja. Komm schon. Ist auch gut. So ein Wave ist alles eine ganz easy coole Sache. As shit. So, da links ist er. Oh. Okay. Hi.
Das war nicht beängstigend. Oh, ich mag Joel nicht. Ich bin es nicht gewohnt hier unten. Genauso wie im Darkroom. Ich habe da riesige Probleme. Weil ich einfach nicht weiß, was da alles kommen kann. Oh Gott. Die Räume nicht gewohnt. Aber hey, drei blaue Fliegen. Guck mal, ob der Geheimraum da ist. Die drei roten Fliegen machen alles wieder gut. Ich meine, du hast noch 16 Bomben. Nutze sie. Wow. Ein Flugzeug. Okay, und durch den großen Raum zu gehen war wirklich unnötig. Sonst muss man immer durch den großen Raum. Ich habe es dir doch gesagt. Rechts weiter. Nein, das siehst du doch. Oh doch. Hä? Hä, wie? Ach so, oben und unten. Okay, ja, scheiße. Scheint jemand doch nicht so allwissend zu sein. Geh nach rechts. Das war eine... Was war das für eine Pille? Junge. Ich hasse diesen Typen. Keine Ahnung, ach doch, wir holen sie uns. Komm her zu mir! Yay! Ja. Geheimraum. nehme ich noch nicht mit. Kannst mal sehen. Hey, das ist Maggie Run, bei dem ich tatsächlich am Ende dann noch rote Herzen habe. Hallo, Fallen. Also ein schönes Devil Deal Item für mich. Warum nicht? Ich was weiß es nicht. Er ist ziemlich geizig geworden mit der Zeit. Merk schon. Richtig so wie du schon immer. Leg eine Bombe. Die war zu früh. Viel zu früh. Ja. Egal. Das mit der Bombe ist cool, aber eigentlich ist gar nicht so effektiv, weil die fliegen. Weiß ja genau, wo sie stehen werden. Die bekommt man schnell down. Und diesen Schaden hätte ich nicht nehmen. Den hätte ich auch nicht nehmen dürfen. Vergesst deine Pille nicht, ne? Oh ja. Ich spiele echt. Ich habe noch erzählt, ich habe die Performance meines Lebens, aber es stimmt nicht. Vielleicht bekomme ich deswegen nichts mit der Lost hin. Du könntest die Left Hand gleich auch ablegen, weil du kannst auch graue und goldene Kisten in das stimmt. Dingen drin kriegen. Ich werde es wegwerfen. Danke, dass du. Hol das weiße Herz noch. Fertig, ihr Scheißviecher. Guardian Angel. Hä, was laberst du? Ich habe Guardian Angel freigespielt. Ach so, das habe ich nicht gesehen. Naja. Guck mal, hol noch die roten, aber lauf in keine Stacheln, bitte. Ich versuch's. Es wird schwer, aber vielleicht schaffe ich's. Feuer. Nichts für mich. Kleines Robo-Baby, was hat er da? Hast du gesehen, wie der blöd über den Steinen hervorgeschielt hat? Nee, hab ich nicht. Ich achte nicht auf das Robo-Baby. Das ist mir egal. Niemand achtet auf das Robo-Baby. Nee. Das ist allen egal. Oh, perfekt. Oh, halbes Herz. Sehr schön. Ja. Nehme ich gerne mit. Und du hast auch noch einen One-Up. Also, er läuft, Junge. Läuft bei dir. Ja, ich denke, ich werde nicht verkacken. Läuft wie die Teletubbies bei Kindern. Da oben. Hallo. Fucking Robo-Baby. Ich habe auch ein bisschen zu viele Begleiter gefunden irgendwie. Könnte ich auch mehr mit Little Brimstone arbeiten. Ja. Jetzt werden wir übrigens Guppycorn, ne? Das ist jetzt die Erwendung des Parts. Guardian Angel! Drei Guppy-Items in den vier Kisten. Wahrscheinlich töten nicht die passieren. Spinnen, die da drin sind. Da? Okay, es sind die anderen drei. Siehst du? Oh! Was würde passieren? Nichts. Nein! Du kannst nichts machen! Fuck. Oh, hör doch auf mich. Geil, Guppy. Okay, wir sind Guppy. Ja, passt. Oh Gott, nicht hier. Oh Mann. Jetzt hast du das halbe Herzchen verschwendet. Ja, das war dumm. Ja, ich weiß. Ich wollte es sehen. Das war jetzt. Wie konnte dich das denn treffen? Konzentrier dich ein bisschen, Mob. Okay, ich versuch's. Und? Nur ein Bullshit! Ey, du hast 500 Kisten aufgemacht. Nein! Oh, der geht noch, der Raum. Der geht noch. Auch wenn es mir wesentlich lieber wäre, wenn ich eventuell meinen Book of Belial verwenden könnte. Aber ansonsten. Nee, das passt schon. Es irritiert mich immer noch, dass diese Viecher das Wort Queen im Namen haben und dass ich dumm getroffen werde. Wie mir gerade auffällt, ziemlich langsam bin. Ich glaube, ich habe nur ein Speed-Up bekommen, oder? Ja, und vor allem hast du halt durch Stompy auch Speed-Down, ne? Durch Stompy bin ich auch noch riesig. Warum habe ich Stompy-Bock mitgenommen? Ich wusste nicht, dass Stompy ist. Der war kaputt! Der ist aufgekloppt. Warum läufst du da rüber? Du hast 1000 Meter Platz. Ich weiß es nicht, weil kaputt war. Umsonst. Geht weg. Alter. Auch nicht optimale Raum, um ein Buch einzusetzen. Ich fühle mich unter Druck gesetzt. Zumindest wird der Raum nicht allzu schlimm. Im Idealfall. Guck, ob da der Geheimraum ist, bitte. Da oben rechts.
Ja, jetzt. Ja. Na. Ich mag den Dark Room nicht. Ich habe noch nicht mal viele bei mir. Oh mein Gott. Ist egal, entspann dich. In Bewegung bleiben. Die haben schnelle Schüsse. Die haben springen manchmal scheiße schnell. Ich weiß. Ich habe schon mal gegen Mega Fetti gekämpft. Ich sag es nur. Ist kein Ding, Alter. Ist kein Ding. Du kannst es immer noch schaffen. Gehen wir nicht mehr rein. Ja, habt ihr nicht viele Leben. So, jetzt werde ich einfach nicht mehr getroffen und wir haben absolut kein Problem. Richtig. Wir setzen Lil Brimstone zur Abwehr. Okay, ab jetzt werde ich nicht mehr getroffen. Ja, das war sogar gut, weil jetzt kannst du gleich ein halbes Herz aufsammeln und dann easy. Wo? Kann ich ein halbes Herz guck, zusammen? Ob rechts und links ein Geheimraum ist. Guck. Guck einfach. Okay. Du hast so viele Bomben, du wirst die eh nicht benutzen. Na, das stimmt. Okay, ich gefunden. Nicht. Ja. Megamor! Es geht ab, Megamor! Los, Robo-Baby! Kämpfe! Kämpf du Gute jetzt! Gute Arbeit, Robo-Baby! Pass auf, okay, drüben ist man ziemlich safe von bitte, dem Scheiß. Guck bitte, ob unten, guck mal, ob unten ein Geheimraum ist. Nur in deinen Geheimräumen. Okay, dann ist der Boss da wahrscheinlich nicht. Wobei. Doppel-Chop, Doppel-Chop-Chop. Gefällt mir nicht. Entspann dich, entspann dich. Weil ich ein bisschen zu langsam bin für so einen Scheiß. Oh, ne Brimstone! Sag doch, dass du noch da bist. Oh, weiß ich. Hart. Bin ich mir ja mal sowas von nichts. Doch, doch. Doch, das bringt was dich da auf machen wir? Mit der Scheiße möchte ich gar nicht erst. Was hat mich getroffen? Eine Sense. Wie lieblich. Das Pferd geht mir voll auf den Sack. Ich wäre echt dankbar, wenn es verschwinden würde. Was geht dir auf den Sack? Das Pferd. Das hier. Ja. Spannend. Okay, noch zwei Herzen. Warte, geh mal zurück. Nimm mal das weiße Herz mit. Warum? Ich glaube, du kommst auf ein halbes Herz, wenn du dann getroffen wirst. Echt? Ja, ich wollte eigentlich erst, dass du es zum Boss mitnimmst, aber ich habe Angst, dass du im nächsten Raum stirbst. Ich habe auch Angst. Wie gesagt, ich kenne hier auch im... Oh. Da ist der Boss. Sollte schaffbar sein. Ja. Und Geheimraum suchen. Problem, Buch nicht aufgeladen. Wir gehen ohne rein, oder? Das ist jetzt die Frage. Warte mal, könnte noch irgendwo... Du könntest auch noch mal kurz nach oben gehen und gucken, ob da noch irgendwo ein Geheimraum ist. Also die beiden oberen Räume, die ganz oben. Weißt du? Und ja, es ist echt schade, dass da jetzt irgendwo der Geheimraum war. Da könnte natürlich Greed drin sein, da könnte aber auch was Gutes drin sein. Soll ich den Raum? Ich glaube, ich mache den Raum da links, oder? Ja, ja. Oh fuck. Es ist alles easy. Nuke ein runter, Nuke ein down. Herz! Wo auch immer es herkam, danke. Old Bandage. Und oh. Du hast ein halbes Herz jetzt, du hast ein halbes Herz. Sehr schön. Wie ich gesagt habe. Entspann dich, immer in Bewegung bleiben, wenn die springen, auf die andere Seite des Bildschirms laufen. So, du hast jetzt nichts, mit, was die... Lil Brimstone ein bisschen... Das ist ja dumm. Arbeite, dann... Läuft nicht alles komplett scheiße. Ja, ist okay, ist okay. Herz. Ist kein Herz. Guck mal, ob links ein Geheimraum ist. Links, links. Habe ich da unten schon geschaut? Ja, hast du. Guck, ob da links ein Geheimraum ist. Warte, so was da drin ist im Geheimraum. Da war kleiner als drei, Alter. Was weiß ich denn? Ein HP ab, die Rose, die dunkle Rose, da die, wie heißt die? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da kann alles drin sein, Mock. Da kann dein Leben drin sein. Okay. Ah, okay. Was ja, hat sich so heute erledigt? Ich weiß nicht, du kriegst eine Polaroid-Phase. Ja. Und wenn du ganz viel Glück hast, falls du getroffen wirst, du kannst natürlich auch einfach den Boss schaffen, ohne getroffen zu werden. Genau, kriegst du noch ein Herz. Ich kann ihn schaffen, ohne getroffen zu werden, aber wahrscheinlich hat das passiert, ist mehr als gering. Ich würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, du machst guten Damage. Lamp. Und du tötest vor allen Dingen, wenn die sich trennen, tötest du auf beide auf einmal. Ja, das stimmt. Ich mag den Lila Epic Kick, den hätte ich gern selber als Item. Die dagegen mag ich nicht so sehr. Man kann ja Lila Tränen bekommen. Ich weiß, aber nicht so eine Fallfunk, oder? Alter! Wow! Sehr gut. Das war Movement, mein Freund. Das war Movement. Jetzt muss ich mich nämlich zusammenreißen. Ich muss das gut spielen. Okay. Wo ist mein... Ich hab kein Polaroid! Doch, dann siehst du ihn nur nicht. Nein! Ich hab das Negativ. Ach ja! Ich hab aber ein random Herz gefunden. Ah, Alter.
Okay. Okay, es wird knapp. Es wird eng, es wird eng, es wird eng. Down. Das war knapp. Woo! Maggie's Fate. Woo! Das war sehr durchwachsenes Mark. Gameplay. Easy, Alter. Easy, GG. Ja, absolut kein Problem. Für mich haben wir ganz locker und geschmeidig gemacht, liebe Leute. Es ist so, wir haben es so gemacht, wie wir es vor der Aufnahme uns überlegt haben. Richtig schön knapp. Ja, natürlich. Ach, das schneidest du raus, oder? Natürlich. Ich habe aber auch nur so gut gespielt, wie ich spielen muss. Ja, richtig. Das ist wichtig, damit es spannend bleibt. Deswegen bleibt was bringt auch ein halbes Herz übrig. Was bringt dir 12 Herzen, wenn du noch ein halbes hast? Exakt. Reicht vollkommen. Mehr braucht man gar nicht. Gut, dass der Polaroid-Effekt so gut geholfen hat. Ja, ohne das Polaroid wäre es echt knapp geworden. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Mal von der Manico-Pansi-Mima-Feder. Es wird super. Bis dann. Gute Nacht. Gute Nacht.